Eine Gewohnheit ist ein redundantes Set aus automatischen, unbewussten Gedanken, Verhaltensweisen und Emotionen, die durch Wiederholung erworben werden. Eine Gewohnheit entsteht, wenn du etwas so oft getan hast, dass dein Körper nun besser weiß, wie es geht, als dein Verstand. Wenn man sich überlegt, die Menschen wachen am Morgen auf und beginnen, über ihre Probleme nachzudenken. Diese Probleme sind Schaltkreise, Erinnerungen im Gehirn. Und jede dieser Erinnerungen ist mit Personen und Dingen zu bestimmten Zeiten und Orten verbunden. Wenn das Gehirn ein Aufzeichnungsgerät der Vergangenheit ist, denkst du bereits in der Vergangenheit, sobald du deinen Tag beginnst. Jede dieser Erinnerungen hat eine Emotion. Emotionen sind das Endprodukt vergangener Erfahrungen. So fühlst du dich plötzlich unglücklich, traurig oder schmerzhaft, sobald du dich an diese Probleme erinnerst. Wie du denkst und was du fühlst, erschafft deinen Zustand des Seins. Der gesamte Zustand des Seins einer Person zu Beginn ihres Tages liegt in der Vergangenheit. Was bedeutet das? Die vertraute Vergangenheit wird früher oder später eine vorhersehbare Zukunft sein. Wenn du glaubst, dass deine Gedanken etwas mit deinem Schicksal zu tun haben und du nicht größer denken kannst, als du fühlst, dann haben unsere Gefühle die Art und Weise, wie wir denken, übernommen. Durch die eigentliche Definition von Emotionen denkst du in der Vergangenheit und wirst so meistens weiterhin dasselbe Leben erschaffen. Also greifen die Menschen zu ihrem Handy, überprüfen ihre Textnachrichten, ihre E-Mails, schauen auf Facebook, machen ein Foto von ihren Füßen, posten es auf Facebook, twittern etwas, benutzen Instagram, schauen die Nachrichten und fühlen sich nun wirklich mit allem verbunden, was in ihrem Leben bekannt ist. Dann durchlaufen sie eine Reihe routinemäßiger Verhaltensweisen. Sie stehen auf derselben Seite des Bettes auf, gehen zur Toilette, trinken eine Tasse Kaffee, nehmen eine Dusche, kleiden sich an, fahren auf demselben Weg zur Arbeit, tun dieselben Dinge, sehen dieselben Personen. Und das wird zur Routine und es wird wie ein Programm. So haben sie ihren freien Willen an ein Programm verloren. Es gibt keine unsichtbare Hand, die dies für sie tut. Wenn es Zeit für Veränderung ist, wird die Redundanz dieses Zyklus zu einem unterbewussten Programm. So ist 95% von dem, wer wir mit 35 Jahren sind, ein memorierter Satz von Verhaltensweisen, emotionalen Reaktionen, unbewussten Gewohnheiten, fest verdrahteten Einstellungen, Glaubenssätzen und Wahrnehmungen, die wie ein Computerprogramm funktionieren. Daher kann eine Person mit den 5% ihres bewussten Verstandes sagen, ich möchte gesund sein, ich möchte glücklich sein, ich möchte frei sein. Aber der Körper läuft auf einem völlig anderen Programm. Wie beginnt man also, diese Veränderungen vorzunehmen? Man muss über den analytischen Verstand hinausgehen. Denn was den Bewussten von dem unterbewussten Verstand trennt, ist der analytische Verstand. Und hier kommt die Meditation ins Spiel. Denn sie kann Menschen durch Übung lehren, wie sie ihre Gehirnwellen verlangsamen können. Wenn du dies richtig machst, betrittst du das Betriebssystem, mit dem du beginnen kannst, einige wirklich wichtige Veränderungen vorzunehmen. Die meisten Menschen warten dann auf eine Krise, ein Trauma, eine Krankheit oder eine Diagnose. Sie warten auf Verlust, eine Tragödie, um sich für Veränderungen zu entscheiden. Meine Botschaft ist, warum warten? Man kann in einem Zustand von Schmerz und Leiden lernen und sich verändern oder in einem Zustand von Freude und Inspiration. Je stärker die emotionale Reaktion ist, die du auf ein Erlebnis in deinem Leben hast, desto höher der emotionale Quotient, desto mehr Aufmerksamkeit widmest du der Ursache in dem Moment.
Das Gehirn konzentriert seine ganze Aufmerksamkeit auf die Ursache. Es macht eine Momentaufnahme und das wird als Erinnerung bezeichnet. Langzeitgedächtnisse werden aus sehr emotional geladenen Erlebnissen geschaffen. Was dann passiert ist, dass Menschen neurologisch innerhalb der Schaltkreise dieser Erfahrung denken und chemisch innerhalb der Grenzen dieser Emotionen fühlen. Wenn du also eine emotionale Reaktion auf jemanden oder etwas hast, denkst du, dass du deine emotionale Reaktion nicht kontrollieren kannst. Wenn du diese emotionale Reaktion zulässt, was als Refraktärzeit bezeichnet wird, und sie für Stunden oder Tage anhält, wird das als Stimmung bezeichnet. Ich frage jemanden, hey, was ist los? Und die Person sagt, ich bin gerade schlecht drauf. Warum bist du schlecht drauf? Nun, mir ist vor 5 Tagen etwas passiert und ich habe eine langanhaltende emotionale Reaktion. Wenn du dieselbe emotionale Reaktion über Wochen oder Monate aufrecht erhältst, wird das als Temperament bezeichnet. Warum ist er so verbittert? Ich weiß nicht, lass es uns ihn fragen. Warum bist du so verbittert? Nun, mir ist vor 9 Monaten etwas passiert. Und wenn du dieselbe emotionale Reaktion über Jahre hinweg aufrecht erhältst, wird das als Persönlichkeitsmerkmal bezeichnet. Also die Arbeit beginnt dort, zu lernen, wie man seine Refraktärzeit von emotionalen Reaktionen verkürzt. Wenn also Menschen ein Ereignis erleben, was tun sie? Sie erinnern sich immer wieder an das Ereignis, weil die Emotionen der Stresshormone, die Überlebensemotionen, sagen, achte auf das, was passiert ist, denn du willst ja vorbereitet sein, falls es wieder passiert. Es stellt sich heraus, dass die meisten Menschen 70% ihres Lebens im Überlebensmodus und in Stress verbringen. Sie antizipieren immer das schlimmste Szenario, basierend auf einer vergangenen Erfahrung, und wählen buchstäblich aus den unendlichen Möglichkeiten im Quantenfeld das schlechtestmögliche Ergebnis aus und beginnen es emotional mit Angst zu umarmen. Sie konditionieren ihren Körper in einen Zustand der Angst. Wenn dies oft genug geschieht, hat der Körper eine Panikattacke, und zwar ohne dich. Du kannst es nicht einmal vorhersagen, weil es unbewusst programmiert ist. Also, wenn du die Person fragst, warum sie so ist, wird sie sagen, ich bin so wegen dieses Ereignisses, das mir vor 15 oder 20 Jahren passiert ist. Was das aus biologischer Sicht bedeutet, ist, dass sie seit diesem Ereignis nicht in der Lage war, sich zu verändern. Die Emotionen aus der Erfahrung geben dem Körper und dem Gehirn einen Energieschub, sodass die Menschen süchtig nach dem Rausch dieser Emotionen werden und die Probleme und Bedingungen in ihrem Leben nutzen, um ihre Begrenzungen zu bestätigen, damit sie zumindest irgendetwas fühlen können. Wenn es dann Zeit für Veränderung ist, sagst du der Person, warum sie so ist. Und jedes Mal, wenn sie das Ereignis erinnert, produziert sie dieselbe Chemie in ihrem Gehirn und Körper, als ob das Ereignis gerade passiert. Aktiviert und verknüpft dieselben Schaltkreise und sendet dieselbe emotionale Signatur an den Körper. Was ist die Relevanz dahinter? Nun, dein Körper ist das unbewusste Bewusstsein. Er kennt den Unterschied nicht zwischen der Erfahrung, die die Emotion erzeugt, und der Emotion, die du allein durch den Gedanken erzeugst. So glaubt der Körper, dass er 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr in derselben vergangenen Erfahrung lebt. Und dann, wenn diese Emotionen bestimmte Gedanken beeinflussen, was sie tun, und diese Gedanken dieselben Emotionen erzeugen und diese Emotionen dieselben Gedanken beeinflussen, ist der gesamte Zustand des Seins dieser Person
in der Vergangenheit. Der schwierigste Teil der Veränderung besteht also darin, nicht dieselbe Wahl zu treffen, die man am Tag zuvor getroffen hat. In dem Moment, in dem man sich entscheidet, eine andere Wahl zu treffen, muss man sich darauf einstellen, dass es sich unangenehm anfühlen wird. Das größere Problem ist, dass wir, wenn wir diese Schaltkreise immer wieder aktivieren, sie stärker verfestigen. Dann hast du einen Gedanken und das Programm läuft ab. Aber es ist die Emotion, die dem Gedanken folgt. Wenn du einen ängstlichen Gedanken hast, wirst du Angst fühlen. In dem Moment, in dem du Angst fühlst, überprüft dein Gehirn mit deinem Körper, ob du wirklich ängstlich bist. Dann fängst du an, weitere Gedanken zu denken, die deinem Gefühl entsprechen. Die Redundanz dieses Zyklus konditioniert den Körper dazu, der Geist zu werden. Wenn es dann Zeit für Veränderung ist, wenn der Körper zum Geist wird, betritt die Person den Fluss der Veränderung und trifft eine andere Entscheidung. Und plötzlich fühlt sie sich anders. Der Körper sagt dann: Du hast das jetzt 35 Jahre lang gemacht. Willst du denn jetzt einfach aufhören zu leiden? Aufhören, dich schuldig und beschämt zu fühlen? Und du wirst nicht mehr klagen, andere beschuldigen, Ausreden finden oder Mitleid mit dir selbst haben? Der Körper befindet sich im Unbekannten, also möchte er zurück in das vertraute Gebiet. Dann beginnt der Körper, den Geist zu beeinflussen und sagt: Fang morgen an. Du bist zu sehr wie deine Mutter. Du wirst dich nie ändern. Das wird nicht funktionieren. Das fühlt sich nicht richtig an. Wenn du auf diesen Gedanken reagierst, als ob er wahr wäre, führt derselbe Gedanke zu derselben Entscheidung, was zu demselben Verhalten führt, das dieselbe Erfahrung und dasselbe Gefühl erzeugt. Um auf die Vorstellung einzugehen, dass der Körper zum Geist oder zum unbewussten Geist wird: Wenn du sitzt und über ein zukünftiges Worst-Case-Szenario nachdenkst, das du dir in deinem Kopf ausmalst, und du beginnst, die Emotion dieses Ereignisses zu fühlen, kennt dein Körper den Unterschied nicht zwischen dem Ereignis, das in deiner Welt stattfindet, und dem, was du allein durch Gedanken und Emotion erschaffst. Die meisten Menschen bekräftigen ständig ihre emotionalen Zustände. Wenn es Zeit ist, diese Emotion aufzugeben, sagen sie, dass sie es wirklich tun wollen. Aber in Wirklichkeit ist der Körper stärker als der Geist, weil er so konditioniert wurde. Auf diese Weise ist der Diener nun zum Meister geworden. Und die Person möchte, sobald sie ins Unbekannte tritt, lieber Schuld und Leiden empfinden, denn das kennt sie. Das Unbekannte ist für die meisten Menschen ein beängstigender Ort, weil es unsicher ist. Menschen sagen mir: Ich kann meine Zukunft nicht vorhersagen. Ich bin im Unbekannten. Und ich sage immer: Der beste Weg, deine Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erschaffen. Nicht aus dem Bekannten, sondern aus dem Unbekannten. Welche Gedanken möchtest du in deinem Gehirn aktivieren und verstärken? Welche Verhaltensweisen möchtest du eines Tages praktizieren? Der Akt des mentalen Probens, die Augen zu schließen und eine Handlung zu wiederholen, bereitet dich auf das vor, was du willst, oder die Reaktion, die du dir wünschst. Wenn du wirklich präsent bist, erkennt dein Gehirn nicht den Unterschied zwischen dem, was du dir vorstellst, und dem, was du in der 3D-Welt erlebst. So beginnst du, die neurologische Hardware in deinem Gehirn zu installieren, als ob das Ereignis bereits stattgefunden hat. Nun ist dein Gehirn nicht mehr eine Aufzeichnung der Vergangenheit, sondern eine Karte für die Zukunft. Wenn du dies weiterhin übst, wird die Hardware zu einem Softwareprogramm. Und wer weiß, vielleicht beginnst du dich wie ein glücklicher Mensch zu verhalten.
Der schwierigste Teil ist es, unserem Körper emotional beizubringen, wie sich die Zukunft anfühlen wird, bevor das eigentliche Erlebnis stattfindet. Das bedeutet, du kannst nicht warten, bis du erfolgreich bist, um dich ermächtigt zu fühlen. Du kannst nicht warten, bis du reich bist, um dich beschenkt zu fühlen. Du kannst nicht warten, bis du in einer neuen Beziehung bist, um dich geliebt zu fühlen. Oder bis du geheilt bist, um dich ganz zu fühlen. Das ist das alte Modell der Realität von Ursache und Wirkung, bei dem man darauf wartet, dass etwas außerhalb von uns sich ändert, um zu beeinflussen, wie wir uns innerlich fühlen. Wenn wir uns innerlich besser fühlen, achten wir auf das, was es verursacht hat. Aber das bedeutet, dass die meisten Menschen ihr ganzes Leben in Mangel leben und durch etwas Äußeres nach Veränderung streben. Das Quantenmodell der Realität handelt von Ursache und Wirkung. In dem Moment, in dem du dich reich und würdig fühlst, erzeugst du Wohlstand. In dem Moment, in dem du ermächtigt bist und es fühlst, beginnst du deinen Erfolg zu manifestieren. In dem Moment, in dem du dich ganz fühlst, beginnt deine Heilung. Und wenn du dich selbst und das Leben liebst, wirst du Gleiches erschaffen. Jetzt verursachst du eine Wirkung. Das ist der Unterschied zu dem Leben als Opfer, in dem du sagst, ich bin so wegen dieser Person oder jener Sache oder dieses Erlebnisses. Sie haben mich so denken und fühlen lassen. Wenn du das umkehrst und zum Schöpfer deiner Welt wirst, indem du sagst, mein Denken und Fühlen verändert ein Ergebnis in meinem Leben, dann ist das ein völlig anderes Spiel. Du beginnst zu glauben, dass du der Schöpfer der Realität bist. Wenn du nicht durch eine Vision der Zukunft definiert wirst, bleibst du bei den alten Erinnerungen der Vergangenheit und dein Leben wird vorhersehbar sein. Wenn du morgens aufwachst und nicht durch eine Vision für die Zukunft definiert wirst, während du dieselben Personen siehst, an dieselben Orte gehst und exakt dasselbe zur genau gleichen Zeit tust, ist es nicht länger so, dass deine Persönlichkeit deine Realität erschafft. Nun beeinflusst oder erschafft deine Realität deine Persönlichkeit. Deine Umgebung kontrolliert wirklich, wie du denkst und fühlst. Und das unbewusst. Denn jede Person, alles, jeder Ort der Erfahrung hat ein neuronales Netzwerk in deinem Gehirn. Jede Erfahrung, die du mit einer Person machst, erzeugt eine Emotion. So nutzen einige Menschen ihren Chef, um ihre Sucht nach Beurteilung zu bestätigen. Sie nutzen ihren Feind, um ihre Sucht nach Hass zu bestätigen. Sie nutzen ihre Freunde, um ihre Sucht nach Leiden zu bekräftigen. Sie brauchen die äußere Welt, um etwas zu fühlen. Um sich zu ändern, muss man größer als die Bedingungen in seiner Welt sein, größer als seine Umgebung. Und die Umgebung ist so verführerisch. Deshalb ist Meditation das Werkzeug. Setz dich hin, schließe deine Augen, trenne dich von deiner äußeren Umgebung. Wenn du weniger Dinge siehst, gibt es weniger Stimulation für dein Gehirn. Wenn du leise Musik spielst oder Ohrenstöpsel trägst, kommt weniger sensorische Information in dein Gehirn. Wenn du deinen Körper hinsetzt und ihm sagst, dass er wie ein Tier hier bleiben soll. Ich werde dich füttern, wenn wir fertig sind. Du kannst später deine E-Mails checken und all deine Nachrichten, aber jetzt wirst du hier sitzen und mir gehorchen. Wenn du das richtig machst und nichts isst, riechst, schmeckst oder fühlst, dann wirst du durch einen Gedanken definiert. Wenn der Körper zurück zu seiner emotionalen Vergangenheit will und du dir bewusst wirst, dass deine Aufmerksamkeit auf dieser Emotion liegt und du deine Energie dorthin lenkst, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest,
leitest du deine Energie aus dem gegenwärtigen Moment in die Vergangenheit. Wenn du dir dessen bewusst wirst und deinen Körper wieder in den gegenwärtigen Moment bringst, sagst du dem Körper, dass er nicht länger der Geist ist, sondern dass du der Geist bist. Und dein Wille wird stärker als das Programm. Wenn du dies immer wieder tust, wird dein Körper schließlich sagen, okay, ich werde sitzen. Und in dem Moment, in dem das passiert, ist der Körper nicht länger der Geist. Wenn er schließlich aufgibt, gibt es eine Befreiung von Energie. Wir gehen von Teilchen zu Welle, von Materie zu Energie. Und wir befreien uns von den Ketten dieser Emotionen, die uns in der vertrauten Vergangenheit halten.